Solltet ihr mehrere Banken anfragen beim Kauf einer Wohnung als Geldanlage? Herzlich willkommen zu einer kurzen Immocation Live Session. Und das ist eine sehr interessante Frage, die wir in den letzten Tagen mit Valentina schon mal diskutiert haben. Und die schnelle Antwort ist auf jeden Fall ja. Ich möchte euch jetzt kurz 4 Tipps geben von meiner Seite. Und der Stefan berichtet dann ein bisschen auch von unseren persönlichen Erfahrungen noch. Also zuerst mal bei dem Thema entsteht oft der Unterschied beim Thema Finanzierung, ja, ob der Wohnungskauf überhaupt klappt. Also einfach nur eine Bank anfragen, eine Finanzierung anfragen. Natürlich kann es da mal sein, dass einfach ein Nein rauskommt oder die Konditionen sehr schlecht sind. Und gerade im Moment haben die Banken enorm viel zu tun. Und das führt natürlich dazu, dass die Bank sich auch mal aussuchen kann, ob sie und wem sie einen Kredit gerne vergeben möchte. Ist dann auch nicht mehr schwer eigentlich, also wenn ihr, sagen wir, ihr geht zur Hausbank als erstes auf jeden Fall mal, wenn ihr eine habt oder zu einer euch vertrauten Bank, wenn ihr einmal die Unterlagen aufbereitet, dann ist es eben auch nicht schwer, die Unterlagen nachher mehrfach zu verteilen, also so viel mehr Arbeit entsteht gar nicht. Also das ist Tipp Nummer 1, nutzt es, dass ihr die Unterlagen aufbereitet und geht da auch nicht nur zur Hausbank, zu der ihr sicherlich auf jeden Fall gehen solltet, aber eben nicht nur. Zweitens, was ihr auch machen könnt, ist auf Finanzierungsvermittler zugehen. So haben wir angefangen. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, quasi die Anfragen zu multiplizieren. Ja, wir haben selbst bei der Interhyp angefangen, unsere erste Kreditanfrage. Und das war wunderbar, weil ein Finanzierungsvermittler wie eben die Interhyp oder es gibt viele andere, Dr. Klein beispielsweise auch, eure Anfrage nehmen, gleich an mehrere Banken schicken. Und das Schöne dabei ist, dass der Finanzierungsvermittler nachher von der Bank bezahlt wird. Es entstehen also für euch keine zusätzlichen Kosten dadurch, dass ihr den Weg einschlagt. Ihr habt aber eben deutlich mehr Eisen im Feuer. Und ja, dann noch ein simpler Tipp, den hatten wir auch letztes Mal schon beim Thema Makler und Verkäufer. Nehmt das Telefon in die Hand. Das heißt, auch wenn wir sagen, gut, ihr habt die Unterlagen mal aufbereitet, könntet ihr jetzt einfach durch die Gegend schicken. Das macht aber jetzt keinen Sinn, das einfach wild an 100 Banken zu schicken. Ihr solltet immer das persönliche Gespräch suchen. Mit dem Finanzierungsvermittler oder auch mit der Bank. Wie gesagt, die haben im Moment viel zu tun. Das heißt, wenn ihr anruft, wenn ihr konkret sagt, was ihr vorhabt, wenn ihr zeigt, dass ihr es auch wirklich konkret tut, versteht auch das Gegenüber, okay, da ist vielleicht eine professionelle Abwicklung für mich möglich und das ist eben, was Banken mögen. Und so erhöht ihr weiter die Chance. Also klares Ja erstmal, fragt mehrere Banken an und Stefan, wir haben auch noch selber über unsere Erfahrungen zu berichten, das wolltest du noch mal. Also wir haben gemerkt, dass es absolut Sinn macht, mehrere Eisen im Feuer zu haben, weil Banken auch unterschiedliche Vorlieben haben. Wir haben das erlebt und hören das immer wieder, dass verschiedene Banken zu einer und derselben Wohnung oder einer und derselben Anlage Ja oder Nein sagen. Bei uns war das so, dass in einem Fall die eine Bank komplett Nein gesagt hat, wir wollen das nicht finanzieren und eine andere Bank uns super Konditionen geboten hat, mit der wir dann auch finanziert haben. Es macht also total Sinn, diese mehreren Eisen im Feuer zu haben. Welche Banken, da ist etwas, was wir gelernt haben, es macht immer Sinn, auch eine regionale Bank vor Ort anzufragen. Die kennt sich nämlich besonders gut aus, also auch der einzelne Banker in der Mikrolage der konkreten Stadt, der kann vielleicht auch genau beurteilen, eine Straße ist jetzt eben doch ein Tick besser als die Straße daneben, genau wie ihr das irgendwann für eure Stadt super beurteilen könnt. Und dadurch ist es dann manchmal einfacher, den Banker eben zu überzeugen, das Vertrauen auch in den Standort aufzubauen und so weiter. Noch ein Tipp zu konkreten Banken, einfach eine Bank, mit der wir jetzt mehrmals zusammengearbeitet haben und super zufrieden sind, ist die BB Bank, die Badische Beamtenbank, die eben gerade für die Art von Wohnungen, die wir auch im Immocation-Konzept empfehlen, also kleine vermietete Eigentumswohnungen, gerne finanziert. Jetzt ein letzter Hinweis, mehrere Banken anfragen ja, bis zu dem Punkt, wo ihr dann eine vernünftige Aussage bekommt, ob eure Finanzierung ermöglicht wird und zu was für Konditionen. Aber bitte nicht bei mehreren Banken bis zum bitteren Ende, bis irgendwie der gedruckte Vertrag bei euch liegt. Das ist aufgrund von ganz vielen rechtlichen Regularien sehr, sehr aufwendig, auch für die Bank, solche Kreditanfragen bis zum letzten Schritt zu begleiten und aufzubereiten. Und es ist einfach nicht partnerschaftlich und nicht fair,
den anderen dort arbeiten und arbeiten zu lassen, nur um dann am Ende Nein zu sagen, was man vielleicht schon viel früher weiß. Tut euch damit auch keinen Gefallen, wenn ihr dann die nächste Wohnung vielleicht irgendwann kaufen wollt und wieder nach einem vernünftigen Partner sucht. Ich glaube, das wäre es von meiner Seite. Ja, also zusammenfassend, das Thema mehrere Bankenanfragen ist enorm wichtig. Dabei entsteht oft der Unterschied. Es reicht nicht, genau eine Bank anzufragen und dann ist das Thema gelöst. Wenn es aber tut, geht fair mit eurem Gegenüber um, macht es am besten persönlich, so erhöht ihr die Chance auf eure Finanzierungszusage am meisten. Vielen Dank, schön, dass ihr heute dabei wart und wir freuen uns natürlich über eure Fragen, Anregungen, Kommentare, was ihr in den nächsten Videos sehen wollt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.